Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Black Mirror 3. Darren ist ja noch in dem Büro von, ehemaligen Büro von, oder ja, in der ehemaligen Leichenhalle sowieso. Die Sezierhalle von Dr. Hermann. Ja. Um den ist echt nicht schade, dass der tot ist, naja. Nö. Also viel liegt da immer noch auf dem Boden rum? Ja, den sollte man vielleicht mal ein bisschen sichern. Sollten wir den mal einschließen? Ja, würde ich schon sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Wenn er aufwacht und so. Ne? Wir wollen ja nicht, dass er uns in den Rücken fällt. Den bin ich erstmal los. Ja, gerade gut noch so. Rechtzeitig. Ja. Lass mich raus. Ja. Gerade ist er aufgewacht. Hä? Ach du. Der randaliert ein bisschen. Lass ihn ruhig randalieren. Hübsche kleine Musik. Dann lassen wir uns mal nicht aus der Ruhe bringen. So, was ist hier? Eine Tür. Aber erst wollen wir uns ja hier umgucken. Richtig umgucken nochmal. Letztens haben wir ja was gesucht. Ist man da nicht so gründlich? Nö, wir haben ja das Fläschchen. Oh, der geht sogar an. Ach, war ja klar. Ich brauche das BIOS-Passwort. Oh. Kennen wir nicht. Nee. Haben wir nicht. Vielleicht finden wir es hier irgendwo. Nach. Was könnte Phil als Passwort benutzt haben? Walkway? Ja, könnte sein. Probieren wir es. Wenn man es so sieht, dann... Oh. R. Ja, wo ist denn das R? Na unten, neben dem Q. Ja, aber das ist, die Buchstaben sind hier alle falsch. Oben ist G, ja. U. E. Morg, das war das richtige Passwort. Dann schauen wir mal, was sich mit dem PC hier so anstellen lässt. Das klingt interessant. Unlock Exe. Starten wir das mal. Eins für Kellertür. Nee, lieber nicht. Nee. Für Lager. Lager? Das nehme ich. Na doch. Das kam aus Richtung des Schranks. Da war doch ein Fach. Welchen? Auch diesen Geheimfach. Das da unten? Könnte sein. Hier hat etwas geklackt. Mal schauen. Na eben. Sag ich doch. Aha. Da war eine Art elektronisches Schloss dran, das sich fernsteuern lässt. Anscheinend ist das hier Phils Schatzkammer. Hm. Aha. Na, dann werden wir doch mal gucken, was da drin ist. Eine Liste mit Geldbeträgen. Ach. Ja. Die Bücherschnalle 200 Pfund, die Fremde 500 Pfund, der vorlaute Ami 100 Pfund, 2500 Pfund, 300 Pfund. Hä? Hä? M. Ja, Punkt. Immer M. M. Punkt. Die Fremde. Die Bücherschnalle gibt's doch gar nicht mehr. Ach, Bücherschnalle, ja. Bibliothekarin. Hatte dafür jemand die Fremde, Geld bekommen? Dass die umgebracht wurde, der oder? Vorlaute Ami. Ah. Ich glaube, mit Ami bin ich. Ja, das dachte ich mir auch. Was soll das sein? So eine Art Kopf? Ja. Hat mich Phil deshalb eingesperrt, weil er Geld dafür bekommt? Wahrscheinlich. Hinter den Geldbeträgen steht jeweils ein M ja. Und ein Haken. Außer bei der Fremden. Genau. Und was haben wir hier? Betamax Videokassetten. Seltsames Format. Was? Was steht hier? Ralph? Sommer 1990? Hm. Sind das Urlaubsvideos von Ralph? Bevor er verrückt wurde? Oder hä? Aber warum wurden sie hier versteckt? Was gibt es hier denn noch? James,
August bis Oktober 1979. Und noch ältere, aber auch neueren Datums. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich nehme mir nur die Ralph-Kassette mit. Ich will wissen, was da drauf ist. Ja, 93, Dreif war doch schon 81 im Sanatorium. Aber vielleicht war er da noch nicht verrückt. Obwohl, da war er ja auch schon. Ja. Wenn das vorher noch nicht war, da ist es bestimmt geworden. Ja. Was haben wir hier? Da haben wir nur den Elektroschrott. Post-it und den Computer. Auf jeden Fall hatten sie ja vor, ihn umzubringen. Moment mal. Wir hatten ja noch eine Diskette. Mhm. Ja. Wirst du mitkommen? Space Attack, ein Spiel. Toll. Any key to continue. Ja, das muss aber dann darin machen. Ich kann das nicht. Hey, toll. Ganz toll. Wow. Game over. Musst du da irgendwas machen eigentlich? Keine Ahnung. Glaub nicht, ne? Nö. Ist einfach nur ein Spiel, oder? Leertaste gedrückt. Na, auf jeden Fall wollten wir die. Nehmen wir die Mitte des Diskette, oder? Ja, man weiß nie, was man damit anfangen kann. Genau. Nimm's mit. Ansonsten ist hier nichts Interessantes mehr drauf. Naja. Na, das kann man ja wohl vergessen, mit. Denn. Naja, dann so, ist ja auch nicht wichtig. Was haben wir noch? Das was war Post-it? Auf dem Post-it? Ja. Hier das steht, ist der Hinweis. Wenn du Idiot ja. mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim. Ja, allein schon das sagt dir alles. Okay, ja, genau. Das war klar. Das hat uns ja schon geholfen, beziehungsweise wir wussten es ja vorher, als wir das gesehen hatten, das Gebäude. Ja. Da fehlten ja nur zwei Buchstaben und das ist eine Leichenhalle. Also. Jo, mehr haben wir hier wohl nicht mehr. Und was mehr. Ist das andere hier, das Elektroschrott? Da, aber das ist da oben, Fernseher. Den Fernseher. Was ist denn da? Telefonsex-Hotlines. Ach so. Oh. Dieser Phil ist wirklich erbärmlich. Ja, klar ist er erbärmlich. Jemand, der kleine Jungs quält, also so hilflose Leute wie Ralph quält, der kann ja nur ein Idiot sein. Genau, mach ihn aus. So, Elektroschrott sagt da vermutlich auch nichts Neues. Ein Haufen Schrott, falls ich mal etwas davon brauche. Ja. Wissen wir ja, wo was klingt. Ja, falls ich mich jemals wieder dran erinnern sollte. Kann schon sein, dass ich dann wieder rumirre. So, dann Schlüssel. Da ach ja, wir wollten doch jetzt den Müllcontainer. Da kommt man ja nicht ran. Also der Müllcontainer ist mir eigentlich sowieso ziemlich unangenehm. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leichenteile da vorher mal drin lagen. Ja. Ne? Mal sehen, ob Phil auch einen Schlüssel hierfür hat. Na, wer sagt's denn? Der hier ist es. Und was für Schätze sind hier drin? Nur ein Haufen Asche. Keine Leichen. Jedenfalls nicht in der üblichen Form. Na, Gott sei Dank. Und da steckt noch was anderes. Was denn? Mach's doch nicht so spannend. Aha, eine kleine Papprolle. Die muss Phil erst vor kurzem entsorgt haben. Sieht eigentlich ganz nützlich aus. Ja? Kannst ja Küchenpapier drumherum wickeln. Und da ist das M. Und was haben wir hier? Ein gusseisernes M. Ich vermute, das stammt ursprünglich vom Schriftzug über der Haustür. Ja. Ja, und wer hat die Buchstaben hier vertauscht? Jemand, der nicht schreiben kann. Der nicht weiß, wie man das Wort Morg buchstabiert. Ja, scheint so. Gorg. Na, egal. Aber Gorg klingt auch nicht Gorg? Schlecht. Geronnenes. Ja, das mag ja auch sein, dass es Absicht ist. Ja, ich zweifle aber, dass das der ursprüngliche Schriftzug ist. Ja, das haben wir schon, hat er schon mal gesagt. Für zwei weitere Buchstaben.
Ja, das eine ist ein E. Also. U und das andere ist ein M. Hier gibt's noch was? Keine Ahnung, wo das U ist. Ist das eigentlich wichtig? Was? Wir haben dieses Ding ja schon für den Computer. Das war ja das wahrscheinlich wichtig für den Computer. Als Passwort, oder? Morg. Schmeiß doch das Zeug da rein. Ja, gute Idee. Da wäre die Schrotflinte erstmal sicher. Ja. Die genau. Andere Waffe entsorge ich gleich mit. Genau, kannst wollte du machen. Ich auch gerade machen. Aber die Munition würde ich da nicht gleich dazulegen. Ja, das stimmt. Wäre erledigt. Ja. Na gut. Können wir mit dem Auto noch was machen? Das Auto scheint wieder zu funktionieren. Oh. Aber wir haben keinen Schlüssel für das Auto. Doch, na, wir haben hier den Schlüssel von Phil. Da müsste der Autoschlüssel ja auch dabei sein. Kann er überhaupt Auto fahren? Klar, er ist ja klar, er hat doch Tom das Auto geklaut und ist damit stimmt. weggefahren. Der Motorhaube könnte von meinem Kopf sein. Ja. Ja und? Mach da auf. Da ist eine Beule in der Motorhaube. Ja. Ich würde ihm den Zündverteiler nehmen. Das Auto scheint wieder zu funktionieren. Ja und? Nein. Nimm doch mal einen Schlüssel. Guck mal, ob wir reinkommen. Das würde mir viel Lauferei ersparen, aber mein Führerschein liegt noch auf der Polizeistation. Daher wäre es nicht unbedingt die beste Idee, mit einem geklauten Auto durch Willow Creek zu cruisen. Na ja. Ich muss schon sagen, er ist besser als wir. Ist ne? schon was dran, ne? Er ist ganz ne? vernünftig. Straße zum Wald. Gehen wir zum Wald? Nö, wir gehen gleich, ja. Ich habe hier noch zu tun. Das möchte ich erst mal erledigen, bevor ich hier weggehe. Aha. Was hast du denn hier noch zu tun? Ich dachte, wir wären hier fertig. Ach, sieht nicht. Vielleicht musst du das da oben erstmal in Ordnung bringen. Aber das kannst du doch nicht, oder? Nee. Gore? Geronnen? Ja, ich bezweifle aber, dass das der ursprüngliche Schrift. Ja, wir haben das M gefunden. Das E fehlt uns noch. Lag das E nicht hier unten? Ich dachte, ich hätte es mal irgendwo gesehen. Oder war das auf dem Bild? Nee, das M und das U fehlt. Das U meine ich, nicht das E. Und da muss man die Klar, Buchstaben vertauschen. Wo könnte das U sein? Bist du immer noch nicht fertig mit dem Müllcontainer? Was sollen wir denn da noch machen? Hast du beim Auto eigentlich alles angeguckt? Ich habe nur Auto und Motorhaube gesehen. Aber der bleibt die nächste Zeit geschlossen. Da sind zwei Luken nämlich im Auto. Am Auto. Jetzt ist hier weg. Eins wir haben da drei. Lupen, aber Tankdeckel? Tankdeckel. Ich kann zwar nicht viel erkennen, aber es riecht, als wäre da noch Benzin drin. Mhm. Und? Ja, keine Ahnung. Und da war dann. Willst du ja nicht anzünden, oder? Das wird er ja sowieso nicht machen, oder? Das kann er doch nicht dahin machen. Nee. Macht er vielleicht nur, wenn du das U auch hast. Ich habe aber kein U gesehen. Das M gehörte definitiv einmal dorthin. Gehörte, sagt er, aber er macht's nicht. Ja. Ist aber ein bisschen blöd in diesem Spiel. Du musst was Bestimmtes machen, ich kann zwar nicht viel bevor du weiterkommst. Es riecht, als wäre herauszufinden, was du machen musst, das ist ja nicht immer so leicht. Das andere Ding, Lupe, was war das? Am Fenster? Nichts weiter, ne? Das ist die Gegensprechanlage. Vor dem Auto, meine ich jetzt. Ja, das ist einmal Auto. Das Auto scheint wieder zu funktionieren. Ja, das ist alles. Okay, alles klar. Ja. Und das ist eben die Beule, die seinen Kopf gemacht hat. Ja, ist schon klar. Tja, da weiß ist eine ich nicht. Beule in der Motorhaube. Ja. Können wir denn weitergehen? Oder müssen wir nochmal reingucken, ob wir hier was übersehen haben? Ja, er lässt mich ja nicht weitergehen. Ja, so nett. Jetzt lass uns alles genau angucken. Jede einzelne, erstmal das hier, bei Beschriftung. Da ist die Beschriftung.
Hier steht Irgue. Der Rest ist leider nicht mehr lesbar. Naja, ist ja nett. Aber das bringt uns nicht weiter. Da ist Computer. Der Computer. Post-it. Post-it haben wir schon ein paar Mal gelesen. Ja. Und den Computer hatten wir ja auch schon. Mhm. Ist da noch was? Ansonsten ist hier nichts Interessantes. Ja, genau. Wenn ihr das sagt, eben. Dann ist das erstmal erledigt. Weiter. Gibt es da hier noch eine Keller, noch eine Tür? Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles. Ja. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte. Ja, weißt du, wo es liegt. Ist da hinten noch eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Ja, da ist die Ausgangstür. Da sind wir doch gerade rein und raus. Aha. Das ist die Tür. Hm. Haben wir oben in den Zimmer noch was vergessen? Hoffentlich nicht. Ach, der macht sogar. Ich habe hier keinen Videorekorder gesehen. Hier ist auch ein Betamax-Rekorder angeschlossen. Na, also aha, warum sagst du das mal nicht sehen, gleich? Was auf der Videokassette ist. Aha. Was ist das? Da sitzt Ralph. Gefesselt auf einen Stuhl. Das ist hier im Keller. Ach nee, also. Was war... Das ist ein Foltervideo. Mehr muss ich nicht sehen. Ich will gar nicht wissen, was auf den anderen Videos noch drauf ist. Nicht so krass. Der fiese Typen. Jetzt sollte ich Murray mal etwas auf den Zahn fühlen. Das würde ich auch sagen. Aha. Na also, dann kommen wir weiter. Gehst du jetzt zu das Murray? Das hat er noch gefehlt. Hm. Nicht zu fassen. Hier geht doch gar nicht. Es geht dort einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Nachts sieht man allerdings kaum etwas. Ich bleibe lieber hier. Ja, das tun wir. Na auch, gut. Wie er sagt. Dachte ich mir doch. Ah, Mr. Michaels. Oh, guck mal hier. Einen angenehmen Tag. Och. Mr. Michaels? Wieso nennen Sie mich nicht Mr. Feuerteufel? Ich weiß, dass Sie mich gern so bezeichnen. Ich weiß auch, dass Sie mich überwachen lassen. Dass Sie einen perversen Waffennarr auf mich angesetzt haben, der eine Menge Leichen im Keller hat. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mr. Michaels. Geht es Ihnen nicht gut? Sie wirken ein klein wenig angespannt. So werden Sie auch gleich wirken. Ich habe nämlich dummerweise einen Brief gefunden, der alles belegt, von Ihnen selbst geschrieben, an einen gewissen Phil. Sie sitzen ganz schön in der Scheiße, wenn ich damit zur Polizei gehe. Also gut, Mr. Michaels, ich kann auch anders. Wie Sie diesem Brief wahrscheinlich schon entnommen haben, bin ich im Besitz einiger für Sie äußerst brisanter Fotos, für die ich sehr viel Geld bezahlt habe. Wollen Sie wissen, was darauf zu sehen ist? Aber gerne doch. Was soll darauf schon zu sehen sein? Ich bin vollkommen unschuldig. Sie, wird die manipuliert haben. Sind darauf zu sehen. Sie, wie Sie aus dem brennenden Schloss stürmen. Hatten Sie nicht zu Protokoll gegeben, dass Sie am Tag des Brandes gar nicht im Schloss waren? Was wohl der Richter dazu sagen würde? Ich befürchte fast, das wäre Ihr Todesurteil. Und stellen Sie sich vor, ich könnte selbst daraus noch Profit schlagen. Mutiger Hotelier überführt Brandstifter. Ich habe Sie in der Hand, Mr. Michael. Damit kommen Sie nicht durch. Ich werde Sie wegen Erpressung anzeigen. Natürlich! Ein armer Spinner aus Amerika kommt nach England, bringt ein halbes Dutzend Leute um und beschuldigt danach einen ehrbaren Hotelier der Erpressung. Wachen Sie auf! Sie stehen ganz weit unten. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann bleiben Sie zu... Ich glaub's einfach nicht. Wir werden sehen, wer hier am Leben bleibt. Du Wurm! Verdammt! Das brennt! Tja. Ich wollte ihn umbringen. Ich wollte ihn wirklich umbringen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber er
hatte keine Skrupel, es hatte etwas Befreiendes. Was ist los mit mir? Also mit mir hätte es bei dem auch etwas Befreiendes gehabt. Erst diese Visionen und jetzt wird es zur Realität. Das ist nicht gut, Adrian. Das ist überhaupt nicht gut. Die Medikamente. Nein, ich glaube, er sollte sie besser gar nicht nehmen. Ja, nehmen ich sie bin bloß da auch nicht so sicher. Und wo traue ich der Frau nicht? Die Frau wenn die Doktor, den Freund da, dass ihr Freund war, dieser Hermann, wenn dann die würde mit ich mal dem sagen, sollte Herr man jetzt so gar befreundet war. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Mary hat mich gereizt. Da kann man schon mal ausflippen. Es ist ganz natürlich. Nichts Besonderes. Passiert jedem mal. Kommt in den besten Familien vor. Nein! Es kommt ganz besonders oft in meiner Familie vor. Es ist dieser beschissene Fluch oder was auch immer. Da helfen auch diese verdammten Pillen nicht. Oder doch? Nein, ich glaube, die helfen eher nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Victoria könnte mir vielleicht helfen. Sie weiß doch alles über unsere Familie und diesen Fluch. Aber sie glaubt mir nicht. Kann man es ihr verübeln? Nein, ich fange selbst an mir zu zweifeln. Okay, ganz langsam. Was werde ich tun? Wenn der Kerl jetzt zur Polizei rennt, bin ich geliefert. Diese Fotos. Ich muss diese Fotos finden und vernichten. Dann hat er nichts mehr gegen mich in der Hand. Ein Problem weniger. Guck dir mal den schönen Pappaufsteller an. Ja, guck ihn dir an. Doch mal an. Nicht zu fassen, ja. Ich wette, das Ding da verletzt sämtliche Persönlichkeitsrechte. Aber Murray scheint das vollkommen egal zu sein. So ist es. Doch immer schon egal. Persönlichkeitsrechte? Was ist das? Ich wette, das Ding da verletzt... Ja, vergiss es. Na gut. Hier geht doch mal in das Zimmer von... Der ist doch abgehauen. Kannst du mal in seinem Büro gehen und gucken? Er hat die Fotos irgendwo in seinem Büro. Ja. Genau. Wollten wir schon lange mal umgucken. Letztes Mal hat er uns schon mal hier drin, da kam er rein. Ja. Kiste mit Seelenschlüsseln. Oh Mann, dieser blöde Idiot. Ja, der hat so viel Geld investiert in alles Mögliche. Ja. Hunderte von Seelenschlüsseln aus Plastik. Ob Murray sich da nicht ein bisschen verrechnet? Ja, das ist es ja. Ein bisschen, ziemlich. Ja. Aber ja, was haben wir hier alles? Baupläne. Murrays Zukunftspläne. Ich tippe auf einen Gordon-Vergnügungspark. Eine Wildwasserbahn mit Kunstblut statt Wasser und man fährt in einem Sarg. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass Murray die Fotos einfach in eine Schublade gelegt hat, aber ich muss ganz sicher sein. Außerdem könnte was Interessantes drin sein. Was haben wir denn sein? Da? Hm? Das ist eine Bedienungsanleitung für den Stahlschrank. Interessant. Na. Wenn Sie Ihre Kombination vergessen haben, auf der Rückwand ist die Seriennummer eingestanzt. Notieren Sie sich diese und rufen Sie folgende Nummer an. 01473 / Seriennummer plus die letzten beiden Ziffern Ihres Geburtsjahres. Eine automatische Auskunft wird Ihnen dann Ihre Kombination mitteilen. Aha. Aber die Rückwand. Auf der Rückwand ist die Seriennummer. Na. Naja, das könnte man vielleicht gucken, aber. Das nenne ich Service. Dann brauche ich nur noch Marys Geburtsdatum und die Seriennummer. Tja. Ja. Okay, da ist wir doch was. Kommen, gucken uns erstmal ja, auf. In Öl. Da hat er wenigstens wieder ein bisschen Humor. Mir fehlen noch die Seriennummer und Marys Geburtsjahr. Genau. Das weiß ich. Mary höchstpersönlich in Öl. Was ein richtiger Geschäftsmann ist, der hängt sich selbst im Büro auf. Jo. Das sollte er mal auch tun. Ja, aber hier oben am ja, besten. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich meine, er ist auch so kein hübscher Anblick, dann wäre er vielleicht noch hässlich. Das ist mal ein richtig hässlicher Teppich. Bestimmt ein Relikt aus Marys ehemaliger Pfandleihe. Jo. So, Stahlschrank. Kann man ja noch nichts machen. Ein großer Stahlschrank. Wenn Mary etwas Wichtiges aufbewahrt, dann ganz sicher da drin. Ja, das kommt man nur nicht ran, ne?
Weil wir ja nicht die Nummern haben. Keine Chance. Das Ding ist abgeschlossen und aus massivem Stahl. Zudem noch am Boden festgeschraubt und die Kombination kenne ich nicht. Na gut. Es sollte uns trotzdem nicht aufhalten, letztendlich. 1000 Tipps für den Erfolg. Kunden als Mittel zum Zweck. Steuern sparen für Manager. Kunden als Mittel zum Zweck, ja, klar. Da unten ist noch was, auch da auch. Langsam, die Wand hat drei Nischen. Mehr. In der mittleren steht ein dicker Stahlschrank. In den anderen beiden Bücherregale. Mhm. Mhm. Gut, und da unten? Kisten voller Plastikmesser und Mörderpuppen. Entweder ein Uraltfabrikat oder eine Attrappe. Bestimmt noch aus Sanatoriumszeiten. Gefüllt mit fiesen Giftmischungen. Mal sehen. Nein, noch viel schlimmer. Das Ding ist voller Cremedosen. Liftaktiv Super Moistly für den Mann ab 40. Och, herrje, Marys geheimes Antifaltendepot. Das ist wirklich alles, was da drin ist. Oh. So. Was haben wir hier noch Hübsches? Was? Nur Wand und Stahlschrank. Kämmer. Hier, das Telefon haben wir ja schon gesehen. Ein Diplom. Diplom. Ah, Geburtsdatum. Genau. Hier steht doch bestimmt Marys Geburtsdatum drauf. Mhm. Da ist es ja. 1942. Ganz schön alt, der Sack. Naja, hat aber so viele Lifte, da sieht man es kaum, ne? 1942. Okay, siehst du noch was? Ich nicht. Dann gehen wir mal in unser Zimmer, das grenzt doch gleich da dran. Mhm. Halt, hier geblieben. Ich glaube, wir sollten den Zollstock mal nutzen. Wir müssen ja wissen, wie weit der von der Wand wegsteht. Ja, er macht's. Von der Ecke bis zu der Stelle, an der der Stahlschrank steht, sind es 3,5 Meter. Aha. Na gut, dann gehen wir mal rüber. Weiß zwar noch nicht, wie wir da ein Loch bohren sollen. Das weiß ich auch nicht. Aber wir brauchen ja die Seriennummer. Ja, ich weiß. Aber vielleicht solltest du das Zimmer zumachen. Also die Tür zumachen, bevor du hier was machst. Mochte aber nicht. Kann jeder zuschauen. Oh nee. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste der Stahlschrank genau hinter dieser Stelle der Wand sein. Mhm. Brauchen wir eine Bohrmaschine? Nee, oder wir können nur rausgehen, nicht, aber nicht die Tür zumachen. Das sind so kleine Zimmer, dass sowieso die Tür immer auf bleiben muss. Sonst kann man sich ja nicht umdrehen. Kann ja mal die Tapete wegmachen. Ich entferne wegmachen. Die Tapete. Mhm. Oh. Eine Ziegelmauer. Sieht sehr alt aus und ja, hier bröckelt auch schon der Mörtel. Tja. Bleistift dürfte nicht viel nutzen. Würde nicht machen, dachte ich mir. Oder? Nee. Da fehlt noch was, oder? Damit kann ich den Mörtel zwischen den Ziegeln vollständig rauskriegen. Was hast du jetzt genommen? Den Zollstock. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätten wir. Ja, ich auch nicht. Ich habe einfach alles durchgeschaltet, was ich hatte. Das ist die Rückwand des Stahlschranks. Und hier steht auch die Seriennummer. Schreib sie dir mal auf. 8-173.
Ich hoffe, er merkt sich's. Ja, na gut. Ich habe es mir für mich nicht gemerkt. Ich auch nicht. Weil ich davon ausgegangen bin, dass du es aufschreibst. Na, ich gehe davon aber aus, dass er sich hat, das merkt. So, anrufen. Also gut. Mal sehen, ob das funktioniert. Die Kombination lautet 4 rechts, 8 links, 15 rechts, 16 links, 23 rechts, 42 links. Die Firma dankt. Gut, na dann probier mal. Hast du sie es gemerkt? Nö. Aha, du meinst, das geht auch so. Ja, das geht so. Oh, das ist ja so einfach. Tada! Na, wer sagt's denn? Diverse Fotos von verschiedenen Leuten. Oh, feier! Denise und Spooner in Flagranti. Und hier ist eins von Matt, wie er an die Polizeistation bringt. Das ist ein richtiger Erpressertyp, ne? Deshalb im Knast? Ich werde den ganzen Krempel bei nächster Gelegenheit verschwinden lassen. Da ist noch etwas im Umschlag. Bingo. Ein astreines Beweisfoto. Allerdings nicht für meine Schuld, sondern für Angelinas. In Flagranti beim Kokeln erwischt. Das muss ich zuallererst Victoria zeigen. Es wird sie von meiner Unschuld überzeugen. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht Schwester Antolini in die Arme laufe. Sie würde mich garantiert sofort wieder rausschmeißen. Und Murray hat nur geblufft. Es gibt gar keine kompromittierenden Fotos von mir. Hättest du eigentlich wissen können. Naja. Aber er ist inzwischen auch schon so verunsichert durch diese Ausfälle, die er hat. Und das, denke ich mir, liegt wahrscheinlich an dem Medikament oder an den komischen Pillen, die er nimmt. Naja, wer weiß. Weil vorher war er ja nicht so. Also. Na gut. Ich fürchte, wir haben unsere Zeit wieder erreicht. Ja, ist ja ganz gut. Passt ja auch gut, ne? Jo. Dann machen wir jetzt Schluss. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ciao. Tschüss.